Hallo und herzlich willkommen zum Impulse-Webseiten-Check. Mein Name ist Laza Bakovic, ich bin Redakteur bei Impulse, vor allen Dingen zuständig für die Themen Gründung und IT. Und bei mir, da sitzt Alexander Bachmann, auch hier aus Hamburg, Webdesigner. Hallo Alex, willst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen? Alexander Bachmann, bin selbstständiger Programmierer und Webseitenentwickler. Ich programmiere Webseiten seit ungefähr 14 Jahren. Und habe seit 3 Jahren meine eigene Firma, Genova. Und du hast mich dann irgendwann vor ein paar Wochen angesprochen, ob wir uns nicht ein paar Webseiten anschauen wollen. Ganz genau. Wir kennen uns schon dadurch, dass Alexander einmal für meine Journalistengemeinde, also nach meiner Journalistenschule, für uns die Webseite programmiert hat. Und danach habe ich ihn angesprochen, weil wir nämlich einen Webseitencheck hier bei Impulse dazu aufgerufen haben. Wir haben Folgendes gemacht für alle, die nicht über das Heft jetzt auf dieses Video aufmerksam geworden sind. Wir haben auf impulse.de einen Aufruf gestartet, haben Unternehmer, kleine Unternehmer eben darum gebeten, uns ihre Webseiten einzureichen. Und die würden dann von einem Experten gecheckt, überprüft. Und hier sitzt daneben uns Alexander Bachmann von Genova. Unser erster Fall, kommen wir gleich da einmal zu, das ist ein ganz besonderer Fall, weil es auch ein ganz besonderes Unternehmen. Das ist geführt von Ulrike Krause. Ulrike Krause ist Einzelkämpferin, Einzelunternehmerin auf Usedom und zeichnet dort mit ihrer Hand Karten, Landkarten von der Insel Usedom und anderen Inseln. Ihre Website hat sie uns geschickt und hat sie einmal zur Überprüfung sozusagen mit der Bitte an uns geschickt. Schauen wir uns doch einmal die Seite an. Okay. Genau, gehen wir direkt mal rein. Und dann würde ich einmal an den Experten übergeben. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Was man auf einer Webseite immer versuchen sollte, ist quasi above the fold, also quasi wenn man auf die Webseite kommt, ohne scrollen zu müssen, schon mal klar zu machen, was ist das Angebot. Mhm. Ja? Und man sieht hier eine Landkarte und das ist auch gut so, aber man erkennt nicht auf den ersten Blick, dass die selbst gezeichnet ist. Mhm. Also wir haben hier quasi ein paar selbstgezeichnete Motive, aber für den Nutzer, der zum ersten Mal auf die Webseite kommt, ist das nicht sofort klar. Mhm. Ja, hier unten haben wir ein Bild, wo man sieht, wie sie die Karten selber zeichnet. Man sollte vielleicht überlegen, ob man dieses Bild nicht vielleicht nach oben packt, weil das ist ja quasi das Verkaufsargument. Ne? Diese Karten sind selbst gezeichnet, das sind keine Standardkarten. Was fällt vielleicht noch technisch so ein bisschen an der Navigation auf? Ist die Führung so in Ordnung oder was? Also, ich sag mal so, die Navigation ist so in Ordnung. Ja, hier ist vielleicht ein Abstand zu klein. Was nicht so schön ist, ist, dass die Navigation aus Bildern besteht und nicht quasi aus Text. Auch das ist wieder für Google wichtig. Aber Woran sieht man das, dass die aus Bildern besteht? Ach, das ist einfach so, wenn man... Also, ich kann jetzt mal... Ich vermute, dass es Bilder sind und es sind auch Bilder. Also, das erkennt man, wenn man das so zur Seite schieben kann, dann ist das immer ein Zeichen, dass es ein Bild ist. Und man sollte immer versuchen, so viel mit Text zu machen, wie es geht. Weil alles, was Text ist, kann Google indizieren. Und alles, was Google indizieren kann, gibt Google einen Hinweis darauf, worum es auf dieser Webseite geht. Ja. Ulrike Krause, also die Unternehmerin, hat mir im Gespräch gesagt, dass sie über ihre Seite ja mal 2 mal 3 kleine Karten am Tag verkauft, also von den selbstgezeichneten Karten. Das ist zwar so ganz schön, sagt sie, aber da würde sie natürlich gerne eine kleine Steigerung hinkriegen. Wie würdest du sagen, bietet die Seite vielleicht auch eine Chance, das noch ein bisschen zu verbessern? Gehen wir mal auf die Bestellseite. Okay, es gibt hier eine Direktbestellung, geben Sie Ihre Adresse ein. Bam, 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 bam. Also, Hier wurde ein bisschen die Reihenfolge vertauscht. Ich würde als allererstes erstmal das Angebot zeigen. Also der Kunde weiß ja noch gar nicht, was die Karten kosten. Mhm. Ja? Also ich würde das nach oben schieben. Ja? Die, also quasi, wo man die Karten sehen kann. Die verschiedenen Angebote. Dann würde ich auch, wenn ich auf die Webseite komme, würde ich gerne eine vergrößerte Ansicht davon sehen. Mhm. Ja? So wie es hier ist. Und hier erkennt man auch schon, dass es gezeichnet ist und dass es halt auch wirklich ein schönes Produkt ist. Und das würde ich noch mehr nach vorne schieben. Mhm. Und dann erst würde ich quasi
zur Aufforderung der Datenabfragen immer so wenig Daten abfragen, wie man braucht, weil je mehr Daten abgefragt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sagt, nee, das geht mir zu weit. Aber ist das zu viel oder ist das Das ist absolut im Rahmen. Okay. Ja? Also das ist in Ordnung. Wovon ich vielleicht Abstand nehmen würde, ist, hier schon die Kontodaten zu präsentieren. Okay. Es ist einfach so, dass man quasi zur Zahlung aufruft, bevor man irgendwie das Produkt verkauft hat. Man könnte die Kontodaten auch übermitteln bei der Bestellbestätigung zum Beispiel. Das ist einfach etwas, was vielleicht einige Leute abschreckt, ja, dass zur Zahlung aufgefordert wird, bevor die Bestellung. Aber es ist kein schlimmer Fehler. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Tipp, den die Unternehmerin jetzt mitnehmen könnte, der vielleicht auch schnell umsetzbar ist, weil Webdesign ist ja nicht immer ganz billig. Wenn es vielleicht ein, maximal zwei kleine Änderungen gäbe, bei denen du sagen würdest, die sind schnell umzusetzen und kosten nicht viel, was wäre das? Ja, also das wären dann die zwei Punkte, die wir schon angesprochen haben. Auf der Startseite schneller klar zu machen, was angeboten wird, also selbstgezeichnete Karten, Landkarten sind das hier, ja. Ich würde vielleicht hier das Bild, was hier unten angezeigt wird, würde ich nach oben packen. Mhm. Vielleicht findet man da aber noch ein anderes Bild. Wichtig ist, dass sofort auf den ersten Blick klar wird, es handelt sich um selbstgezeichnete Karten. Mhm. Auch da den Titel dann ändern, jetzt mehr erleben, also das deutlicher formulieren, ja, dass es um selbstgezeichnete Karten geht. Alles, also man muss da wirklich, manchmal wirkt es ein bisschen stumpf, ja, aber dort sollte man wirklich lieber einfach ist besser als schön. Ja. Das Wichtigste ist, dass die Leute sofort verstehen, ich bin hier richtig, hier kann ich bleiben, hier finde ich vielleicht etwas, wonach ich suche. Und genau das sollte man dann hier unten auch machen. Also in diesem Satz muss kommuniziert werden, worum es geht. Und dann sollte man den Text vielleicht ein bisschen kürzen und stattdessen quasi auf eine Galerie verlinken, wo man sich das Angebot anschauen kann. Und dort in der Galerie sollte dann quasi zum Kauf aufgerufen werden. Okay. Ja, vielen Dank bis hierhin. Das war der erste Teil des Webseitenchecks. Insgesamt werden es 4 Teile sein hier in der Videoserie.